unerwartete Auszeichnung. Zwei Basler Restaurants bekommen den Schweizer Publikumspreis. Es ist der einzige Schweizer Gastropreis, der nicht Experten vergeben, sondern das Publikum, der Best of Swiss Gastro. An der Preisverleihung gestern im Basler Kongresszentrum haben sich gerade zwei Basler Beizen gegen die gesamtschweizerische Konkurrenz durchsetzen. Stolz zeigt uns der Andi Schwarzenbach, Mitgründer von der gesunden Fastfood-Kette Hitzberger, der Best of Swiss Gastro Award. Die Auszeichnung ist der einzige Schweizer Gastropreis, der vom Publikum vergeben wird. Ich und mein Geschäftspartner haben vor 8 Jahren als gelehrte Köche die Idee gehabt, die Meinung gehabt, dass nicht nur ein verdeckter Testesser in der Kategorie Gourmet etwas erzählen oder etwas schreiben, sondern dass das Publikum eigentlich am meisten Stimmen abgeben soll und am meisten dazu verurteilen kann oder beurteilen kann, ob ein Restaurant gut ist oder schlecht. So der Georg Fernbold, der den Preis vor 8 Jahren ins Leben gerufen hat. 141 Beizen haben sich dieses Jahr um den Award beworben. Wir haben gesamt auf 9 verschiedene Kategorien. Wir versuchen somit die ganze Bandbreite der Schweizer Gastronomie abzudecken. Das von da on the move, der ganze Takeaway über zu Business and Care. Das sind Kantinen, Spitäler, Heimrestaurationen bis zu Gourmet, Classic und Trendgastronomie. Über 110'000 Restaurantbesucher haben abgestimmt und gerade in 2 Kategorien Basler Gastrobetrieb zu Siegern gehören. Eben der Hitzberger mit seinem gesunden Fastfood am Eschenplatz in der Kategorie Move On und Kohlmanns mit einer modern präsentierten, traditionell deftigen Hausmannskost am Barfi in der Kategorie Trend. Keine 12 Stunden nach der Verleihung prangt dort auch schon das Label vom Preis an der Türe. Ich bin happy aufgestanden. Wir sind gestern Abend noch ein bisschen festen und dementsprechend habe ich das noch ein bisschen, die Award Night noch ein bisschen dabei. Aber wir sind happy. Ich habe vorher einen grossen Aushang gemacht für mein Team, wo ich allen danke und sage, dass ich wirklich stolz auf sie bin. Freuen tut man sich auch bei Hitzbergers. Auch dort klebt das Label an der Tür. Mit dem Preis hat aber niemand gerechnet. Also wir sind gestern wirklich völlig überrascht worden, dass wir den Preis nochmal gewinnen dürfen. Wir haben im 2009, wo wir mit unserem Konzept, unserem jungen Unternehmen, das erste Mal in der Öffentlichkeit sind, den Preis gewinnen können. Dass jetzt Basler Filiale, die es erst seit April gibt, auch einen Preis bekommt, sei sehr erfreulich. Besonders um den Preis bemüht, hat sich übrigens keine von den beiden Beizen. Ein Punkt von der Gourmet-Bibel Gourmio, wo angeblich der Umsatz um 500'000 Franken erhöhen. Ist das mit dem Gastropreis auch so? Ich habe gestern mit jemandem geredet, der da ein bisschen rauskommt in dieser Preisszene oder wie man an der hat gemeint, das ist jetzt beim letztjährigen Gewinner schon einen gewissen Umsatz. Eine gewisse Umsatzzunahme da und wie gesagt, ich kann es nicht sagen, wir haben noch nicht ins Reservationsbuch für heute Abend reingeschaut. Mehr Leute werden jetzt auf uns aufmerksam und tun uns hoffentlich einen Besuch abstatten und das austesten und dann mit Begeisterung dann wieder unser Geschäft verlassen und dann hoffentlich dann eben Wochen drauf oder noch früher wieder zurückkehren. Hitzberger will dann auch schon bald eine zweite Basler Filiale aufmachen.